Heute werden wir wieder jemanden zu unserem Gedankenexperiment einladen. Wie könnte die Welt in 100 Jahren aussehen? Franz Theo Gottwald, Theologe, Philosoph, Zukunftsforscher, Sozialwissenschaftler und Ernährungsfachmann. Macht neugierig. Er wird die Schwerpunkte setzen bei den Themen Nachhaltigkeit und natürlich als Theologe auch in der Spiritualität und in den Einflüssen, die hier aus seiner Sicht zu erwarten sind. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Herr Professor Gottwald, stellen Sie sich bitte als Gedankenexperiment die Welt in 100 Jahren vor. Wie würden Sie sich wünschen, dass unser Leben im Hinblick auf Ernährung und Landwirtschaft aussieht? Was könnte sich verändert haben? Das kann ich mir leicht vorstellen, weil ich schon Enkel habe, die bei heutiger Lebenserwartung, wenn alles so weitergeht wie bisher, 2115, und darüber reden wir, noch leben werden. Damit sage ich, das ist in unserem Nahraum. Die Welt in 100 Jahren findet in gewisser Weise heute statt. Was Essen und Trinken angeht, wird diese Welt eine radikal andere sein als heute. Wir werden menschheitlich dominant aus dem Reagenzglas ernährt werden. In einem Paradigma der Nutrigenomik, der ernährungsbezogenen Genomik arbeiten und eine personalisierte Diät haben, sprich auf dem Wissen, was genetisch zuträglich für Mensch A ist, eine auf ihn hin gemachte, industriell gemachte, kundenspezifisch zubereitete und personalisiert versandte Versorgung haben. Aus dem Reagenzglas. Schon heute ist es möglich, im Reagenzglas Fleisch zu züchten. Heute noch für Preise, die indiskutabel sind. Aber gemessen an dem, was vor 10 Jahren ging, sind die Preise jetzt schon auf einem Zehntel. Wenn wir also jetzt 100 Jahre von heute denken, wird das eine sehr kostengünstige Versorgung, zumindest mit Proteinen oder Proteinbausteinen sein. Und vieles andere, was heute noch unmittelbar von der Pflanze kommt, weil wir ja Gemüse essen, Salat essen und Obst essen, wird in den Geschmacksrichtungen aber aus dem Labor kommen. Sehen Sie bei diesem Blick in die Zukunft auch Bedrohungsszenarien, Entwicklungen, wo Sie sagen, das ist ganz schön gefährlich? Ich meine, was Sie sagen, klingt ja recht hoffnungsfroh. Also die konkrete Hoffnung ist, alle Menschen satt machen zu können. Hunger zu besiegen, ein Menschheitstraum, seitdem es Menschen auf diesem Planeten gibt, zu Kosten, die vertretbar sind, die also der einzelne Konsument zahlen kann, inklusive deutlich verringerter Umwelt- und Klimakosten oder auch sozialer Kosten, die ja heute immer noch eine Rolle spielen. Weil durchaus vieles in der Lebensmittelproduktion, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, noch zu Sklavenhalterbedingungen betrieben wird. Also was Ernte beispielsweise angeht oder Arbeit in den großen Tierproduktionen angeht, das ist nun nicht unbedingt etwas, was wir als menschenwürdige Arbeit bezeichnen würden. Das wird sich möglicherweise deutlich verbessern. Die Abhängigkeiten, die entstehen, sind Abhängigkeiten von Wissenschaft, Technik und die Konkurrenzverhältnisse, unter denen in Zukunft Lebensmittel produziert werden, werden auch schärfer, weil die Industrie, die chemische Industrie, dann mehr Rohstoffe von der Pflanze haben will und bis zum Automobilbau, wo wir ja heute schon Faserverwertung haben, nicht nur in den Autositzen, sondern auch für die Karosserien daran gearbeitet wird,
pflanzenbasiert nun in den Karosseriebau einzusteigen, um aus der Aluminiumproduktion und der Stahlproduktion rauszukommen, die sehr energieintensiv ist und klimaschädlich ist und umweltabträglich ist, auch mit dem Wassereinsatz etc. Also die Konkurrenzverhältnisse werden stärker und da sehe ich die größten Risiken. Wer kriegt also von der knapper werdenden Böden her, wie viele Anteile für welchen Pflanzenbau? Die Engpässe sind weniger jetzt im Biotischen zu sehen, als vielmehr in den menschlichen Macht- und Zugangsstrukturen. Wer hat wie viel Geld, um wie viel Bodenanteil für seine Ressourcen nun zu besetzen? Mhm. Und wer nimmt wem welche Grundressourcen an Boden, Wasser, Pflanzen, was Zuchtgut angeht und auch das ganze System angeht, Düngemittel, dann Entsorgung, Komplettpflanzenverarbeitung, so ein hochwissensintensives System. Wer kann sich das alles leisten? Und meine Hauptbefürchtung ist, dass die Konzentration des Wissens und der Technologie bei wenigen kapitalkräftigen Gesellschaften deutlich zunimmt und die bestimmen dann am Ende natürlich auch, wer unter Wettbewerbsbedingungen bei so hohen Bedarfen, wie viel bekommt, zu welchem Preis. Und das ist dann wahrscheinlich auch jenseits politischer Steuerbarkeit. Wie stehen Sie dem Problem Bevölkerungswachstum gegenüber? Also schon heute ist rechnerisch denkbar, dass selbst unter einer verstärkt ökologischen Produktion bis zu 12 Milliarden Menschen ernährt werden können, kalorisch, von dem, was der Planet hergibt. Also kalorisch für 12 Milliarden Menschen sind 2.500 Kalorien pro Tag machbar, in der ökologischen Produktion sogar. Da haben wir also noch ein großes Wachstumspotenzial. Aber das ist natürlich insofern ein rein statistisches Konstrukt, weil eben die Wettbewerbsverhältnisse und die Konfliktzonen da sind und unter gegebenen Bedingungen, die wir derzeit haben und angesichts der schnellen Verarmung der Böden weltweit und der Verluste an Böden, die für Nährstoffpflanzen geeignet sind weltweit, habe ich natürlich eine hohe Skepsis, dass auch nur 8 oder 9 Milliarden Menschen satt gemacht werden können, 2050 schon. Wir reden nicht über 2115. Deshalb wird ja, weil diese Skepsis geteilt wird, so beschleunigt an anderen Konzepten gearbeitet, nährstoffintensive, zum menschlichen Verzehr geeignete Produkte in Verkehr zu bringen mit einer geringeren Energiedichte. Mhm. Sprich, wenn Sie das so modelliert haben wollen, dass wir 2115 weltweit in so einem Regime wie Sportler oder Astronautennahrung laufen. Auch da sind die Prototypen ja da und das lässt sich gut ausbauen und die unternehmerischen Entscheidungen, was den Aufbau von Forschungskapazität und die Vernetzung angeht von Forschungskapazität weltweit unter dem Paradigma der Bioökonomie, diese unternehmerischen Randbedingungen sind längst gebaut. Wenn Sie beispielsweise ein großes Unternehmen wie Nestlé nehmen und schauen, was Nestlé zugekauft hat aus der Pharmaforschung für das Design von Nahrung, die nun alle Nährstoffe enthält und Menschen satt macht und zu einer Leistungsfähigkeit bringen soll, dann wissen Sie, wohin das Ganze läuft. Und wenn Sie sehen, wie Nestlé, um bei dieser Firma zu bleiben, bis hin zu den Wasserquellen nun Boden- und Wasserressourcen bündelt, das technische Stichwort ist vertikal integriert und damit die eigene Nestlé-Welt baut. Dann schauen Sie nochmal auf einen Wettbewerber wie Unilever und sehen, ah, die machen das jetzt ähnlich in ihren Feldern. Und dann kommen Sie am Ende zu 5, 6 großen Unternehmen, die die Menschheit satt machen wollen mit ganz neuen Verfahren, die auf der Basis der Molekulargenetik eben heute möglich sind.
Nun gibt es aber Menschen, die bewusst naturnahe Lebensmittel suchen, die vegane Ernährung wollen, naturnah angebaute, nachhaltig erwirtschaftete Lebensmittel suchen. Glauben Sie, dass diese Entwicklungen auch einmal eine kritische Masse erreichen werden und für den Markt relevant sein werden? Also sie sind ja zu Teilen heute schon für den Markt relevant, wenn wir die Wachstumsraten in dem Bio-Lebensmittelmarkt sehen, mit 7-10% pro Jahr jetzt anhalten über die letzten 10 Jahre, ist das eine beeindruckende Wachstums- und Entwicklungsgeschichte. Und wenn auch nur annähernd in so einer Wachstumsdynamik nun der vegane Ernährungsstil zunehmen wird, dann nimmt man dazu noch die Bewegung der sich regional ernähren wollenden Menschen oder der Menschen, die im Sinne von Slow Food sich mit wenig, aber kostbar ernähren wollen. Wenn man das alles zusammennimmt, werden wir vielleicht global so um die 20% der Menschheit haben, die sich nach diesem ökologisch-sozialen Muster, nenne ich es mal, ernähren werden. Aber hochwahrscheinlich 80%, die noch extremer als heute auf industriell hochverarbeitete Lebensmittel im Sinne der Bioökonomie zurückgreifen werden. Das heißt, Sie geben beiden eine Zukunft? Ich gebe beiden eine Zukunft und habe eine Sorge in dem Zusammenhang. Wenn sich nicht schnell etwas in der Biotechnologie an der Pflanze tut, also an der grünen Gentechnik verändert, dann kann es dazu führen, dass alternative Pflanzenbausysteme wie der ökologische Landbau nicht mehr existieren können. Wegen Auskreuzung, Pollenflug, um nur so ein paar Stichworte zu sagen, oder auch Bienensterben, wo es scheinbar Korrelationen gibt, die mit der bestehenden grünen Gentechnik als, zynisch gesprochen, Kollateralschäden einhergehen. Also mein Hauptengpass besteht in der Frage, was kann koexistieren da draußen in der Fläche unter realbiotischen Bedingungen in einer klimatisch sich verändernden Welt. Und da gibt es noch zu wenig Untersuchungen, insbesondere bodenökologische Untersuchungen. Was heißt das für einen Boden, wenn der jetzt 15 oder 15 Jahre mit derzeitigen Pflanzen, die im Sinne der grünen Gentechnik verändert sind, also bei Mais speziell oder bei der Baumwolle gearbeitet wird. Das verändert definitiv die Bodenökologie und kann dann auf solchen Böden noch etwas anderes, beispielsweise ökologisches, nach einem Umstellungsregime von 3 oder 5 Jahren, kann das überhaupt dann noch wachsen? Mhm. Ja, das ist die große Frage in dem Zusammenhang, wenn man so einen Systemvergleich macht und was kann koexistieren. Mhm. Weil sonst ist die Grundlage für die 20% Menschen, die sich nun anders ernähren wollen, schlichtweg nicht mehr da. Mhm. Also es wäre ein guter zukunftsverträglicher Pfad, sozusagen Pareto-optimal, wenn man sagt, 80% läuft einfach industriell und 20% läuft in Alternativen, weil dann haben wir eine genügend diversifizierte Grundlage, um evolutionär unter anderen Bedingungen, wo vielleicht Industrie dann im Jahre 2130 so nicht mehr möglich ist, aus welchen Bedingungen auch immer, doch auf robuste, resiliente Verfahren in der Fläche zurückgreifen können, die in der Regel im Regime des ökologischen Landbaus bekannt sind und gepflegt werden müssen. Mhm. Das kommt nämlich auch noch dazu, wenn wir keine Bauern mehr haben, 2115, die überhaupt noch ökologisch bauen können, da draußen, oder Tiere halten können. Wenn das Wissen also verloren geht, haben wir auch dann nur noch eine Monokultur in der Ernährung der Zukunft. Mal abgesehen vom Thema Landschaftspflege, das ja auch mit den Landwirten genau zu tun ist. Ja, wir werden dann auch ganz andere Landschaften haben. Es gibt heute in der Gesellschaft zahlreiche Kooperationsinitiativen, die vermuten lassen, dass wir am Beginn einer Entwicklung stehen, die ein wenig weg von der Egoismusgesellschaft führt, hin zu einem Geist der Zusammenarbeit. Beobachten Sie solche Entwicklungen auch? Wir konzentrieren uns für die nächsten 5 Jahre in der Schweißfurt-Stiftung genau auf diese Frage. Wie kann es zwischen Stadt und Land und auch in den ländlichen Räumen mit denen, die dort als Wirtschaftsakteure sind,
so gut weitergehen, dass da eine nachhaltige Zukunft entsteht. Wir beobachten mit großer Freude Projekte und unterstützen die auch, die beispielsweise unter dem Titel Städter und Bauern eine Kooperation von Erzeugern und Konsumenten herstellen. Wir beobachten ebenfalls und unterstützen das als Stiftung Programme, die nun Menschen in den Städten wieder befähigen, rund um das urbane Gärtnern beispielsweise, dem Anbau sich vertraut zu machen. Wir beobachten in dem Zusammenhang auch das ganze Feld der sogenannten Sozialunternehmer, die nun mit neuen unternehmerischen Ideen in ländlichen Räumen beispielsweise versuchen, wieder eine Nahversorgung zu schaffen über solche Projekte wie Dorfläden, die dann nicht mehr nur Lebensmittel anbieten, sondern bis zum TÜV und Gesundheitsleistungen und Fahrleistungen all das koordinieren, was früher wie selbstverständlich in ländlichen Räumen vorhanden war, aber heutzutage eben nicht mehr ist, weil Kompetenz einfach in die Städte abgewandert ist. Mhm. Wir beobachten ebenfalls Kooperationsprojekte und unterstützen die als Stiftung, die nun das Geld der Städter nutzen, um im ländlichen Raum Entwicklungen zu ermöglichen. Wenn also beispielsweise eine gute Hühnerhaltung aufgebaut werden soll, dann mit Genussscheinmodellen, wo die Genussscheininhaber Städter sind und der Bauer aber derjenige ist, der das Geld für den Hühnerstall bekommt und dann Eier erzeugt wieder für die Städter, wo also solche Wechselwirkungen auch über Finanztransaktionen gestaltet werden und Kooperationen entstehen, also neue Wirtschaftsgemeinschaften entstehen. Und wenn dann das Ganze auch noch vernetzt passiert, also unterschiedliche Themen, Bildung, Gesundheit, Ernährung, Transport, Hausbau, handwerkliche Leistungen, Reparaturleistungen, dann nun auf ein und derselben Plattform beispielsweise gemanagt werden oder sogar noch hinterlegt werden mit einer gemeinsamen regionalen Währung, dann entstehen plötzlich neue Formen von Gemeinschaft, die eine andere Tragfähigkeit haben als in einer hochindividualisierten, hocharbeitsteiligen Industriegesellschaft, wo jeder irgendwie gucken muss, dass er halt überlebt am Ende. Und dass in der Regel jede Leistung, die er braucht, nur gegen Geld dann ihm gegenüber erbracht wird. Und in dem Moment, wo das mal knapper wird, hat er ein Riesenproblem. Da wird er zum Sozialfall. Anders in solchen Netzwerkökonomien, wie ich sie eben beschrieben habe, wo man dann eben auch Leistung tauschen kann und nicht mehr so abhängig ist von jedem täglich verdienten Euro, wie das immer noch heute dominant der Fall ist. Das heutige Welt- und Menschenbild in unserer Gesellschaft ist überwiegend naturalistisch, materialistisch, grenzt manchmal auch ein bisschen nach meinem Eindruck an den Machbarkeitswahn. Welche Zukunft geben Sie idealistischen Vorstellungen? Welche Zukunft hat Ihrer Meinung nach die Religion? Die wissenschaftlich-technische, industrielle Entwicklung der letzten 50 Jahre hat dazu geführt, dass wir in der Selbstwahrnehmung der Menschheit in einem neuen Zeitalter angekommen sind. Stichwort Anthropozän. Als der Mensch entdeckte, dass sein kollektives Verhalten eine globale Größe wie das Klima verändert, war klar, dazu noch ein paar andere anthropogene Effekte eben auf die Ozeane hin und so weiter, wenn man das sieht, der Plastikmüll und so weiter, welch gigantischen Einfluss das menschheitliche Verhalten hat auf die Zukunft dieses Planeten. Und damit hat sich das Weltbild in gewisser Weise wieder geozentrisch auf diese Erde hin konzentriert und dort dann dazu geführt, dass ein neues Knappheitsbewusstsein entstanden ist. Ich bin sehr skeptisch bei dem, was ich sehe. A, weil Wissenschaft, Technik und industriell Machbares vom Bioengineering zum Geoengineering
vom Atom über das Molekül und das Gen bis hin zum Klima alles in die Menschenhand gelegt haben, dass das überkommene Schöpfungsverständnis, Bewahrungsverständnis, Demutsverständnis des Menschen eine Überlebenschance hat. Sondern die große Herausforderung ist jetzt, ein Ethos zu entwickeln angesichts des Machbaren, was dann auch Realität wird. Wenn wir etwas machen können, menschheitlich haben wir immer gezeigt, dass wir es tun. Und je schneller wir das lernen, dass wir da in einem neuen Horizont Weltbild, menschenbildmäßig, vom Naturverstehen her sind, dass wir vom Annehmen und Akzeptieren des Seins, und das war die Bewusstseinslage jetzt über Jahrtausende, hin zum täglichen Verantworten müssen des Designs, was wir durch unser einzelnes Verhalten und kollektiv veranstalten auf diesem Globus, dass dieser Sprung mit Bildung, mit politischen Maßnahmen, mit allem, was uns möglich ist, möglichst schnell gelingt, wären wir, glaube ich, besser beraten, wieder vielleicht dann auch in einen vorsichtigeren Umgang mit dem vorhandenen an Leben auf diesem Planeten zu kommen. Die Hoffnung, dass ein Gott uns retten wird, ist bei mir im Laufe meines Lebens sehr klein geworden. Die kulturevolutionäre Herausforderung anzunehmen, menschheitlich und individuell, welche großen, langweitreichenden Wirkungen unser Handeln hat, ist vielleicht die Hauptlernaufgabe, die wir jetzt in diesem 21. Jahrhundert haben, rund um das Beherrschen des Biotischen. Mit all den Biotechnologien von der roten, weißen, grauen, blauen, grünen Gentechnik und Biotechnologie, die uns nun das Leben zur Verfügungsmasse macht, zur Biomasse macht, mit der wir im Sinne des Designs umgehen können. Schon heute, 2015, gibt es Printer, aus denen essfähige Lebensmittel kommen. Drucker, das, was bisher also Papier bedruckt hat, druckt jetzt beispielsweise Schokolade. Ist ein bisschen spaßiges Produkt, aber es geht technisch schon. Und die Tendenz ist so, dass übermorgen Fleisch daraus gedruckt wird. Wir haben keine Küchen mehr, wir haben Printer, die aus einer endlichen Zahl von Inputs, wie beim Farbkopierer, Farben, die da drin sind, das konfigurieren, was wir brauchen. Und nicht nur Food, also Lebensmittel, sondern dann auch Schrauben, wenn wir sie brauchen, und Muttern, wenn wir sie brauchen, und Knöpfe für die Textilien, wenn wir sie brauchen, und Fäden, wenn wir sie noch brauchen sollten. Ja, das muss man sich mal vorstellen, was da technisch eben möglich ist, und zwar zeitnah, wahrscheinlich schon 2030 in der Masse, zu Kosten, die sich mehr oder weniger die Mittelschicht leisten kann. Wenn das die Realität ist, dann sind wir in einer neuen Welt und da taugen die Weltanschauungen von gestern gar nichts mehr. Wirklich gar nichts. Die Herausforderung für kirchensteuerfinanzierte Organisationen, sich diesen neuen Themen zu stellen, ist natürlich groß, weil es könnten Steuerzahler auch wegbrechen, die bisher zur treuen Steuerzahlenklientel gerechnet wurden. Ja? Und das sind dann nicht nur die Bauern, das können plötzlich auch die Unternehmer sein, die sagen, nee, also jetzt reicht es uns, was ihr da veranstaltet. Aber was mir fehlt, sind Plattformen, auf denen diese Diskurse rund um Weltanschauung und eine im ursprünglichen Sinn rückgebundene, also religiöse Haltung laufen, die jetzt zeitgemäß ist. Ich kenne da keine Plattform. Das ist überhaupt nicht auf der Agenda. Und stattdessen, auch im Islam sehen wir es ja leider auch, gibt es eigentlich überall eine Art neokonservative oder fundamentalisierende Strömung, die super geeignet ist, um eine noch größere und schnellere Veränderungen dieses Planeten im Sinne des industriell Machbaren zu beschleunigen. Mhm. Ja, die sich dem einfach nicht stellt. Das ist, man könnte es auch ganz schlicht sagen,
die Leute spielen Vogelstrauß und stecken den Kopf in den Sand und fertig. Angesichts dieser neuen, rapiden Veränderung der Weltgestalt, wenn Sie jetzt eben nicht nur Biotechnologie nehmen, sondern auch noch Geoengineering nehmen, also Großsystemveränderung, an dem wir Menschen wissenschaftlich-technisch gerade arbeiten, für diesen Planeten, wenn Sie das alles zusammennehmen, dann könnte da eine große Einladung drin liegen, eine neue diesem globalen Gesamt angemessene spirituelle Haltung einzunehmen. Die ist aber jenseits der überkommenen Weltanschauungen und wahrscheinlich auch Spiritualitäten, die wir so kennen, also vom Animismus bis zur Hochreligion monotheistischer Art. Diese Antworten taugen nicht mehr. Der Vielfalt von spirituellen Impulsen, die ich jetzt weltweit wahrnehme, von der tiefen Ökologie über die Bewegungen der Integralen und der Gruppen, die mit neuen Verfahren wie dem Presencing, dem Vergegenwärtigen, also wieder hier und jetzt ankommen des Menschen, weg aus allen Zukunftsvorstellungen und Zukunftsängsten. Also die Gefahr, die ich sehe, ist, dass all diese vielen Verfahren, die dazu taugen, uns zu helfen, Verantwortung zu nehmen in diesem Zeitalter, wo so vieles vom Menschen abhängt, wieder zur Doktrin versteinern, zu einer Lehrmeinung und Schule sich verdichten, die dann wieder andere Schulen ausschließen und wir dann soziologisch gesehen in demselben Muster sind, wie wir das über Jahrhunderte, Jahrtausende sehen, der Gemeinden- und Kirchenbildung von starren Zugehörigkeiten, die dann auch in der Folge nur starre Antworten auf diese ganz schnellen industriell-wissenschaftlichen Veränderungen, die wir haben, geben können. Und das ist dann nicht tauglich. Die individualisierte Suche des einzelnen befördernde Spiritualität aussehen, das wäre eine ganz spannende Suchrichtung für uns alle hier. Eine offene, im Austausch, im Dialog sich entwickelnde, eine reifende Spiritualität, die vielleicht Menschen wirklich erlaubt, an die Quellen ihrer Erfahrung zu gehen, aus einer individuellen Überschreitungserfahrung, Transzendenzerfahrung heraus, dann der inneren Stimme Folge zu leisten, die dazu taugt, die Intuition anzuregen, Menschen wieder inspiriert vor Ort handeln zu lassen. Diese Befähigungsspiritualität, die würde mich wirklich faszinieren, weil da möglicherweise auch dann wieder zurückgegriffen werden kann an mystische Traditionen, die ja immer im Sinne der individuellen Befähigung waren und deshalb immer von allen Kirchen an den Pranger gestellt wurden und verunmöglicht wurden. Also wenn es denn gelänge, diesen Durchbruch zum Wesen, zumindest als Möglichkeit, jetzt auch heute in den modernen Bildungssystemen, von mir aus im Religions- oder Philosophieunterricht verstärkt in den Fokus zu setzen, dann wäre das großartig, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass da in 30, 40 Jahren, also ein, zwei Generationen von heute, Menschen in einer reiferen Individualisierung leben würden, in einer Welt, wo sie vom, ich nenne es jetzt mal so, kleinen Ich zum großen Selbst hin und her schwingen können. Also nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern in einem sowohl als auch sich bewegen können, Gegensätze integrieren können. Dann wären da so jetzt so kleine Wegmarken von mir genannt, wo ich sage, das wäre eine kulturell-zivilisatorische Evolution jenseits der sich bekämpfenden Fundamentalismen, die hilfreich wäre und die einzig angemessene meines Erachtens Antwort spirituell auf das rapide zunehmende Wissen um Natur und die Materie, das Wissen, was wir eben jetzt aus der Atomwissenschaft und aus der Genetik und der Molekularbiologie etc. und auch der Astrophysik etc. haben. Das heißt, wenn Religion nur konservieren will und die Augen vor aktuellen Entwicklungen verschließt, dann wird sie keine Zukunft haben. Meines Erachtens ist das, was sozusagen sich an theologischem Reflex
in den letzten zwei Jahrhunderten auf diese rapide Explosion der Naturwissenschaft und des technisch Möglichen entwickelt hat, da komplett wie zurückgeblieben, Zwergen angesichts der Giganten, die da draußen rumspringen. Weil manchmal gewinnt ja auch da biblisch David. Herr Gottwald, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und für die wertvollen Impulse und alles Gute für Sie und Ihre Stiftung und für Ihre künftigen Projekte. Herzlichen Dank.